Wir sehen ihn nicht und trotzdem ist er immer da. Er ist nicht greifbar und trotzdem hat er die Macht, uns bis ins Tiefste zu beeinflussen. Der Verstand. So wie wir ihn meistens erleben, ist er damit beschäftigt, uns Vorschläge einzugeben, was wir im Moment tun sollen, früher hätten tun sollen oder in der Zukunft tun sollten. Leider hat er ziemlich oft ziemliche Kackideen, oder? Doch warum sind die Ideen des Verstandes selten diese, die uns schlussendlich glücklich und erfüllt machen? Aber erst einmal Folgendes. Die Psychologen würden sagen, dass wir über 80% unbewusst handeln. Das Unterbewusstsein ist größtenteils in der Kindheit geprägt worden und enthält Muster von Überlebensstrategien, die wir dazu mal anwenden mussten, damit wir nicht verlassen werden. Somit dürfte schon mal einleuchten, dass diese Notprogramme selten den gewünschten Effekt haben. Zum Glück kann das Unterbewusstsein auch mit neuen Programmen und Strategien gefüttert werden. Nur ist das oft bei weitem aufwendiger, als man denkt. Klar, man kann sich auch per Hypnose was einpflanzen lassen. Nur denke ich nicht, dass das die Lösung aller Dinge ist. Denn es mag etwas überschreiben, aber das Problem an der Wurzel ist ziemlich sicher immer noch da. Es lässt sich nicht überschreiben. Denn an der Wurzel haftet etwas, das erkannt, akzeptiert und integriert werden will. Es soll etwas daraus gelernt werden. Und wenn man es einfach überschreibt, dann hat das null Lerneffekt. Aber gut, das soll jedem selbst überlassen sein. Was ist denn nun mit dem bewussten Teil? Wie mein Lieblingsphilosoph Alan Watts sagen würde, ist der Verstand wie ein Schiffsradar. Er scannt ständig alles im Außen nach möglichen Problemen, die schlussendlich unseren Tod zur Folge hätten. Klingt doof? Nun, wenn er dir sagt, wie nahe du an den Rheinstein gehen darfst, damit du nicht überfahren wirst, macht das Sinn, richtig? Aber auch wenn er dir sagt, dass du diese Frau lieber nicht ansprechen sollst, weil du ausgelacht werden könntest, sich alle von dir abwenden, du verlassen wirst und im Alleinsein stirbst, weil du es nicht erträgst, dann klingt das vielleicht übertrieben, aber im Grunde funktioniert es doch genauso. Und wir wissen doch, wie fantasievoll der Verstand sein kann im Bauen von Katastrophenszenarien, oder? Das Problem ist nur, wenn der Verstand ein Problemradar ist, dann erkennt er nur Probleme. Einverstanden? Das ist auch der Grund, warum uns so wenig Stärken und so viele Schwächen einfallen, wenn wir gefragt werden. Denn wir müssen unseren Fokus extra so setzen, dass wir unsere Denkleistung auf etwas anderes als Probleme richten. Dann lenken wir den Fokus weg vom Verstand. Oder von der linken in die rechte Gehirnhälfte, wie Neurowissenschaftler sagen würden. Und das ist genau der Punkt. Wir können unseren Fokus, unser Bewusstsein lenken. Manche würden auch sagen, dass wir das Bewusstsein sind. Ich würde eher sagen, dass das, was wir sind, relativ undefinierbar ist. Aber wir können unser Bewusstsein nachweislich so steuern, dass wir den Fokus aktiv verschieben können. Auf den rechten Finger, den linken Fuß, den Baum draußen vor dem Fenster und vieles mehr. Wovon im Moment alle sprechen, ist, wovon Buddha schon immer gesprochen hat. Die Erleuchtung, Nirvana, Samadhi, wie man es auch immer nennen will. Warum ich diesen Sprung mache? Nun, wenn wir es schaffen, unser Bewusstsein ins Sein zu lenken, dann dürften wir so etwas Ähnliches wie diese Zustände erfahren. Nur, wie geht das? Hier sind ein paar Stimmen meiner Lehrer und Mentoren dazu. Meiner Meinung nach braucht es nämlich viel weniger, als man denkt. Nämlich nichts. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.